Ja, guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Stefanie Mahler, ich bin vom German Stem Cell Network und kurz, wer wir sind. Wir sind ein Netzwerk mit zwei Aufträgen. Das eine ist, wir vernetzen Wissenschaftler aller Disziplinen, die sich mit Stammzellenforschung beschäftigen. Und unser zweiter großer Auftrag ist, das Wissen über aktuelle Stammzellforschung hinauszubringen. Und damit sind unsere Zielgruppen Schulen, Schüler, allgemeine Bevölkerung, Patienten. Und ja, im Prinzip jeder, der sich dafür interessiert. Aber Schüler sind eine ganz spezielle Zielgruppe und Patienten. Und auch dann beide ein ähnliches Interesse, nämlich zu wissen, wie ist der aktuelle Stand der Forschung. Der Biologieunterricht heute ist ein dynamisches Feld. Es ist tatsächlich so, dass Biolehrer uns häufig ansprechen und sagen, es passiert so viel und so schnell und wir kommen kaum hinterher mit unserer Unterrichtsmaterialienentwicklung. Und davon haben wir uns zusammengetan mit der Schering-Stiftung und haben eine Webseite entwickelt mit frei zugänglichen Bildungsmaterialien oder Schulmaterialien für Sekundarstufe 2, Biologieunterricht und Ethikunterricht, um zu ermöglichen, dass man ganz schnell, einfach, fundiert und didaktisch aufbereitet sich mit Stammzellen auseinandersetzen kann. Und zwar, genau, was sind unsere Ziele? Wir haben gesagt, also den aktuellen Forschungsstand darstellen, Schulmaterial ergänzen. Und wir haben uns überlegt, wie kann man eigentlich Bio-Schülern, Schülerinnen, die besonders interessiert sind an Forschung, Forschung auch nochmal über das Inhaltliche hinaus näher bringen. Wir entwickeln ein anderes Konzept und wir haben gesagt, wir machen es wie eine Konferenz. Alle Materialien basieren sozusagen, wir stellen Materialien zur Verfügung und die Präsentationsform, die die Schüler und Schülerinnen nachher wählen dürfen, sind angelehnt an wissenschaftliche Konferenzen. Sie pitchen, sie haben eine Poster-Session, sie haben eine Keynote, sie müssen Speaker vorstellen. Das heißt, wer möchte und sich überlegen könnte, oh, vielleicht ist Wissenschaft ein Beruf für mich, kann schon mal ausprobieren, wie sieht denn das dann nachher so ein kleines bisschen aus. Also wie so eine didaktische Idee. Und wir haben neue Formate und Darstellungsformate gewählt. Wir wollten gerne Kreativität ermöglichen, dass die Schüler kreativ mit den Inhalten umgehen, dass die Lehrer und Lehrerinnen kreativ mit den Formaten umgehen und haben uns sehr gefreut, nochmal auf OER eigentlich darüber zu stoßen, nämlich dass OER als offene Bildungsmaterialien tatsächlich sinnvoll sind, um zu sagen, das ist eine neue Form von Lernen, Lehren und Austausch. Und das war sozusagen unser Wunsch. Und auf der Seite finden sich vier unabhängige Module voneinander. Also wir haben vier Module à 90 Minuten Unterrichtsmaterialien erstellt. Und die Themen sind einmal Grundlagen. Es ist so, Stammzellforschung ist im Augenblick eine Grundlagenforschung. Das ist manchmal schwer zu vermitteln, weil es eine erkenntnisbasierte Forschung ist. Das ist keine zielorientierte Forschung. Die Fragen, die man aber an diese Forschung hat, sind zielorientiert. Nämlich, wann ist denn eine Therapie da? Was mache ich mit euren Erkenntnissen? Was mache ich mit meiner Krankheit, meinem Zustand, meinem Wunsch, mit diesem Wissen etwas anzufangen? Und da, das ist sozusagen, auf dieser Wippe bewegen wir uns. Und in der Wippe zwischen Grundlagenforschung und Anwendung und das zu vermitteln. Und deswegen haben wir uns entschieden für Grundlagen, dass man sozusagen eine Einführung hat, dass jeder Schüler, das ist gedacht für Sekundarstufe 2, also sozusagen ein bisschen Vorwissen sollte da sein, mit Stammzellen was anfangen kann. Dann ganz wichtig, es geht um Ethik. Wenn wir über Zellen heute sprechen und wenn wir über Forschung sprechen, geht es immer um, wer hat Rechte an Zellen, was sind Patientenrechte, mit welchen Zellen wollen wir forschen, welche Meinung haben wir zu Leben, zu Krankheit, zu Therapiemöglichkeiten. Ganz wichtig, wie schätzen wir Forschungsstand ein? Wie kann ich bemessen, wo eine Forschung steht? Ist ein Therapieangebot seriös? Ist es vielleicht unseriös? Das ist gerade im Feld der Stammzellforschung wichtig. Und das ist für uns auch eine Form Ethik, weil es Meinungsbildung fördert. Ganz wichtig, Therapie. Gibt es schon Therapien? Leukämie zum Beispiel wird behandelt mit Stammzelltherapien. Und ganz wichtig, Genetik als ein inhaltlich eng verflochtenes Feld in jeder Disziplin der Stammzellforschung. Und so sieht unser Material dann aus. Jetzt zum Beispiel jetzt habe ich ein Beispiel aus Grundlagen genommen. Und wir fanden das ORE so sinnvoll, weil wir gedacht haben, wir stellen alles Material so auf die Webseite, dass die... Oh,
dass die Lehrenden es nutzen und bearbeiten können und die Schüler auch und auch Patienten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.